Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um dieses Programm gehen, das ihr aus Safari downloaden könnt. Das ist ein Display Recorder, der ganz ohne Jailbreak funktioniert. Ich habe lange gesucht, aber jetzt habe ich eine Alternative gefunden, die halt wirklich ohne Jailbreak funktioniert, weil das halt viele wollten. Ja, wie bekommt ihr diese App? Ich habe euch in die Beschreibung einen Link gepackt, den müsst ihr auf dem iPhone oder auf dem iPod eingeben. Ich gebe den jetzt mal ganz kurz ein. Also das wäre dann jetzt hier http Doppelpunkt / bit.li 142 und dann Tab. Das steht jetzt bei mir schon, weil ich schon eingegeben habe. Diese Website öffnet ihr dann. Das seht ihr schon. Ja. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Apps, wie zum Beispiel jetzt hier iMovie und noch ganz viele Emulatoren. Aber was uns jetzt interessiert, das ist hier unten Record My Screen. Da geht jetzt einfach hier auf Install und dann müsstet ihr das jetzt installieren. Ich habe das jetzt schon gemacht. Genau, jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie dieses Programm funktioniert. Ihr geht eigentlich nur drauf. Und dann seht ihr schon das grüne Symbol Record. Da könnt ihr dann aufnehmen. Ich gehe jetzt noch ganz kurz in die Einstellungen, weil man da noch ein bisschen was einstellen kann. Zum Beispiel jetzt hier unter Video Orientation könnt ihr einstellen, ob ihr es Hochformat oder hier wäre das jetzt Querformat. Ich lasse das jetzt mal Hochformat. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Let's Plays macht oder sowas, könnt ihr natürlich auch Querformat einstellen. Dann könnt ihr hier Audio, ob da die Stimme auch aufgenommen werden soll oder nicht. Das ist noch ganz interessant. Gut, jetzt probieren wir das gleich mal aus. Wenn ihr jetzt hier auf Record klickt, wird das alles aufgenommen. Können wir jetzt einfach mal so starten. Und ihr seht schon, hier oben ist dieses Symbol. Und ihr könnt jetzt hier alles aufnehmen, was ihr wollt. Um es zu stoppen, einfach wieder in die App reingehen und auf Stopp. Und dann wird die Aufnahme hier unter Recordings gespeichert. Das wäre jetzt dann diese hier. Nein, diese hier. Genau, ihr seht schon, das funktioniert alles. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Bewertung da lassen wollt, fände ich sehr nett von euch. Und bei Fragen oder sonst was mir schreiben oder in die Kommentare damit. Und dann sage ich nur noch Tschüss und bis zum nächsten Video.